Und dies war das die Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist Sonntag, es ist RTG-Zeit und heute gehen wir natürlich auf alles ein, was in der letzten Woche so Schönes auf der Road to Glory passiert ist. Unter anderem werden wir ein paar Division Rivals Rewards sehen. Ihr werdet ein paar Player-Picks sehen. Wir werden ein paar Walkouts sehen, die wir auch so aus den Packs gezogen haben. Plus, ich glaube, ganz, ganz wichtig für uns, wir werden die komplette Icon Moments SPC abschließen und werden heute unser allererstes Icon Moments Pack auf der RTG als Icon Roulette durchführen. Ich bin sehr, sehr gespannt gewesen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, wenn es euch gefällt. Wenn ihr Bock auf die RTG auch nächstes Jahr wieder habt, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn ihr mich dahingehend unterstützt. Ganz viel Liebe geht raus. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Abwart ist angesagt. Wir gehen rein in die ganze Sache. Let's go! 5 Player Picks. Komm schon. Gehen wir rein. In die Olga. Und los. Erster Player Pick. 84er Dinje. Nehmen wir alles mit. Wir brauchen viel Futter. Komm schon. Hallo, viel Futter. Nicht ein 82er. Nicht ein 82er. Was ist denn das? Gosens, auch nicht gut. Noch zwei. Piqué. Bitte, bitte, ein Walkout wenigstens in den ersten fünf. Bitte, yay. Timo Abi noch. Ach, Mann, belastend. Schade. Die nächsten fünf, come on. Gehen wir rein. Gib uns Walkouts. Perfekt, Czechny, erster Walkout. Sehr, sehr wichtig. Nehmen wir sehr gerne mit. Nummer 2. Alaba ist in Ordnung. Ja, guter Start, guter Start. Nummer 3. Am Petri. Noch 2. Noch ein zweiter Walkout und es wäre eine super 5er Runde. Oha, was für ein Pack. Chad Muniain ist da. Der erste Captain. Sehr cool. Sehr cool. Keine 9 Player Picks oder keine 10 Player Picks haben wir gebraucht. Muniain ist am Start. 2 Walkouts in der 5er Runde. Und da kommt nochmal der dritte Walkout mit Ruben Diaz, Jungs. Mein EA-Account ist wieder da. Abfahrt. Sehr, sehr kranke Runde. GG. Männers, wir sind jetzt endlich soweit. Endlich kann ich euch sagen, wie viel wir Gewinn gemacht haben mit der RTG. Denn wir haben jeden einzelnen Non-Rare ausgecashed. Bis auf ein paar. Ich glaube, nicht alles sind weggegangen. Wenn mich nicht gerade täuscht. Aber wir haben 900.000 Münzen Profit gemacht mit den Non-Rares. Was absolut insane ist. Wir hatten 2.500 Stück eingekauft gehabt. Und die für 400. Ne? Und für 800 bis 750 noch ein paar bis 800 verkauft. Das war absolut insane. Wir sind wieder bei 3,5 Millionen. Was unfassbar big meiner Meinung nach ist. Weil wir dadurch halt wieder viel, viel mehr machen können. Ja, Player Picks kommen natürlich auch noch weiterhin dran. Die haben wir ja immer noch. Und wir werden jetzt versuchen, die ganzen Packs, die ganzen Gambler-SPCs, die halt rausgekommen sind, jetzt auch noch abzuschließen. Icon Moments Packs sollte auch noch passieren. Und damit gehen wir rein. Let's go. Wir geben das 85-Plus-Spielerwahl-Dings-Abums ab. Hier können wir wieder hinten Verein speichern. Ich weiß gar nicht, was wir hier noch reinspeichern können. Mittlerweile, okay, gar nichts mehr. Perfekt. Wir gehen rein. 1, 2, 4, Gold spielen, 85 plus, yay, gönne, komm schon, komm, Mbappé, Mbappé, ich habe ja den POTM, das ist ja scheiße, och nö, das ist ja SPC-Futter, ach scheiße, das ist eigentlich gar nicht gut, ich habe ja den POTM, dieses andere SPC-Futter, gut fürs Icon-Pack. Ey, das kannst du keinem erzählen. Was soll das für denn? Das war ja die lustigste Reaktion, die ich je hatte, Chat. Wir haben zum allerersten Mal Mbappé gezogen. Ja, geil. Ey. Ja. Perfekt, Chat. Perfekt. GG trotzdem, ey. Ein Mbappé zu ziehen auf der Untrade-RTG zum allerersten Mal ist halt insane, ne? 300k wären das gewesen. Ja, perfekt. Haben wir das Thema geklärt. Ey, kannst du keinem erzählen, ey. Ja, nach dem Mbappé mit der lustigsten Reaktion, die ich wahrscheinlich hier hatte, gehen wir rein in die nächsten 5 Player-Picks. Und hoffen natürlich auf die Walkouts. Da haben wir ihn schon. Let's go, Castell ist am Start. Sehr, sehr geil. Wir gehen in die nächste Wette rein. Okay, gehen wir rein. Let's go. Nächsten 5 Picks. Wir starten rein mit Gabriel Paulista. Nummer 2 beinhaltet einen Inform namens Beto. Wir brauchen halt einen 88er, um die 88er SPC für das Moments Pack fertig zu machen.
damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Aber das sieht bis jetzt nicht danach aus. Wir gehen mal mit Gosens. Noch zwei, komm schon. 88er. Achukur. Weiß gar nicht, ob ich den Untrade habe. Nehmen den mal vorsichtshalber mit. Den können wir immer noch in der SPC abgeben. Ah, den haben wir sogar Untrade. Das ist perfekt. Und letzter Player-Pick. Komm schon, yay. Leider Gottes so ein Asspass. Schade. Come on, gehen wir rein. Nächste 5 Player-Picks. Wir brauchen immer noch den 88er. Ja, ist hier gerade nicht so am Start. Come on, Nummer 2. Bitte, gönne, yay. Barella, ja, gut, nehmen wir mit. 84er, immer gern gesehen. Nummer 3 wird Heupjak werden. Auch den nehmen wir mit. SPC-Futter, immer wieder highest rating, muss sein. Ndombele. Und komm schon, Walkout. Fernando, belastend. Let's go, die nächsten 5. Wir brauchen immer noch den 88er. Das kann nicht sein. Oh, wir haben den Perfect Link übrigens gehabt, Jungs. Hier ist der erste Perfect Link, den wir, glaube ich, gesehen in so einem Ding. Come on. Bitte, 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 bitte. Gulaschi. Ja, 85. Wir denken positiv. Komm schon, gönne. Gönne, gönne, gönne. Ey, so krank sind die halt nicht, ne? Ich weiß es nicht. So krank finde ich die echt nicht. Ødegaard. Komm. Komm. Ja, Ederson. Big, der Walkout ist da. Und das bedeutet, die 88er SPC können wir abschließen. Big. Okay, Boys and Girls, wir gehen rein in die erste SPC, die wir haben. Und zwar das 88er Team. Ihr seht es, alles Untrade. Und dazu kommt natürlich, nicht zu vergessen, unser Erstbesitzer Mbappé, den wir gerade eben noch im Video gezogen haben. Let's go. Erste SPC damit abgeschlossen. Big. Weitermachen, Chris. Weitermachen. Noch 3 fehlen uns. Eine Special Card. Wir wollen jetzt schon noch mal ein bisschen Futter sehen. Ja, perfekt. 81er der Beste. Das war's komplett. Oder eine Hero, eine Captain Karte. Eine Captain Karte wäre auch richtig nice. Ja, perfekt. Nochmal ein 81er. Hier knallt es ja anders wild mit dem Pix, Kappa. Hassar ist gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Marco. Oh, 88er Navas. Nice. Und. Ja, ich gönne. Noch ein Bonucci. Das waren 3 oder 5 gute Picks. Das muss man schon sagen. GG. Ist okay. Walkout. Wichtig, Jungs. Wichtig und richtig für die Moments SPC. Sehr cool. Den nehmen wir sehr gerne mit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist geil. Das ist sehr, sehr schön. Sehr cool. Kellini nehmen wir mit. Okay, gehen wir rein. 5 Picks, mein Lieber. Max, du weißt es. Wenn hier eine Karte kommt, die im aktuellen Event-Team ist, bekommst du einen 10er. Mal schauen. Nummer 2. Rabiot. Max, komm schon. Für dich. Für dich. Den Hero. Ah, Gerhard, schade. Nummer 2, Nummer 4 meine ich. Ja, schade. Boateng. Und der letzte mit der Nase, Max. Komm schon, Max. Komm schon, Max. Volland, belassen. Komm vor, mein Lieber. Das war leider nix. Okay, gehen wir rein in die ganze Sache. Auch hier, zweites Pack der Icon Moments. Ibra ist tauschbar, Brozovic ist tauschbar. De Jong ist zwar tauschbar, der Rest, Mahrez ist tauschbar, okay. Ja, gut. Nützt alles X. Müssen wir durch, alles los. Geben wir ab. Rein da. Come on. Aber zumindest nichts auf dem Transfermarkt ausgegeben. Wir denken ja positiv. Ne? Wir denken positiv. Okay, gehen wir rein in das nächste Team. Team Nummer 3 auch hier. Haben wir ein paar Untrades mit am Start. Vor allen Dingen, glaube ich, die größeren Karten wie Navas oder so sind Untrade. Hassar, wir geben Mukta SPC ab. Die spiele ich sowieso nicht. Deswegen passt das, sitzt das. Das bedeutet, wir haben nur noch ein Team übrig. Und das ist das 87er. Let's go. Gehen wir rein. 13 Picks haben wir nochmal. Den Verein nochmal komplett leer gemacht. Ich hoffe wenigstens noch 1, 2 Walkouts, weil... ist halt schwierig, ne? Wir haben halt noch ein komplettes 87er-Team, was wir machen müssen. Vielleicht kriegt man es ja hin. Guerrero the Goat nehmen wir natürlich mit. Alles andere wäre Quatsch. Aber eine Eventkarte wäre halt auch ganz geil. Für Minus ein guter Anfang. Eine Eventkarte wäre auch super, super nice. Oh, Lukaku, sehr, sehr wichtig. 88er Nummer 1. Big, big, big. Ein Radetzky nehmen wir noch mit. Komm schon. Gönne, Jay, gönne. Oscar. Bitte, 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 bitte. Ja, Gündogan ist okay. Ich glaube, die 3 kann man auf jeden Fall, können wir auf jeden Fall ein bisschen sparen, wenn wir zumindest hier noch ein bisschen was ziehen. Ich gehe auf Van de Beek. 4 haben wir, glaube ich, noch. Komm schon. Chance noch mit dabei. Alles wichtig, weil alles Premier League. Chemie ist damit da. Lopez. Vorletzter Pick.
Rippier ist okay. Und letzter Peak. Komm schon. Na, wenigstens mal ein Ginter. Immerhin, wir denken positiv. Wir denken positiv. Gehen wir rein in die Division Rivals Rewards. Liga 1, 8 Siege geholt. 2 Jumbo Premium Goldspieler Sets, 200k Sets. Wir brauchen Futter. Futter für das 87er Pack. Ja, erstes Pack direkt mal bei Werde. 83, halb in den Chat. Sinnlos. Aber damit können wir natürlich wieder positiv denken. Picks machen. Das ist wichtig und richtig. Komm mal, machen wir weiter. Gönne EA. Gönne EA. Wir brauchen Walkouts. Das ist hart, Chat. David Silva. Luis Alberto, 84er werden uns nicht weiterbringen, ne? Sind wir ehrlich. Inform noch, Kostic noch. Duplikat mit Merino. Belastend. Komm schon. 200er. Bitte ein EA gönne. Ach, komm schon. Wir haben doch sonst immer einen EA-Account. Ja, let's go. Wer ist das? Oh, das ist Lewandowski. Das ist absolut insane. Come on, 87er Team. Let's go. Wichtig und richtig. Ich habe jetzt schon gedacht, wer tanzt hier rum? Und Jorginho noch. Wieder in Form. Pick, Jungs, pick. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, Chat. Die letzten zwei wahrscheinlich nicht, aber in den nächsten zwei Player-Picks. Mit Arthur und... Komm schon, die Ecke, ne? Ein Coates, den kennen wir sehr gut. Schade. Aber nichtsdestotrotz, Lewandowski haben wir schon gezogen. Gehen wir ins letzte 100k-Pack rein. Jetzt vielleicht noch die Eventkarte. Das wäre so insane. Jetzt die Eventkarte nochmal zum Abschluss. Komm schon, yay. Ja, perfekt. Ich hätte noch nichts gesagt. Das war's komplett. Ja, wenigstens der Walker. Aber der Rest ist bodenlos. Bodenlos. 8 Picks haben wir nochmal. Die letzte Hoffnung auf irgendeine kranke Karte. Ah, kommt schon. Bevor wir dann reingehen in das gute, alte Icon Moments Pack. Komm schon. Nummer 3. Oh, guck mal. Oh, Harry Kane nochmal big. Ja, gut, damit kriegen wir das 87er Team, glaube ich, easy zusammen. Das ist, denke ich, gar kein Problem jetzt mittlerweile mehr sein. Gerade weil wir auch Leber gezogen haben. Ne? Das dürft ihr halt nicht vergessen. Ne? Bernardo Silva auch nochmal gute Runde jetzt schon. Mit 85, 86, 90. EA will gerade gönnen. Deswegen, EA, gönnt mal ein bisschen. Bitte, 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 EA. Gönne. Karte. Und komm schon. Letzter Pick. Lukas Vazquez nochmal in Form. Den nehmen wir mit. Das ist okay. Sehr geile Sets. Okay, Boys and Girls, es ist soweit. Kostenpunkt, keinen einzigen Cent. Wir haben nichts auf dem Transfermarkt extra gekauft. Alles im Verein gewesen, durch verschiedenste Picks, die wir gekriegt haben aus dem Verein. Durch Rivals Rewards und, und. Der Lewandowski war absolut insane. Der Los mit am Start, Hernandez Ginter. Wir haben Guerrero nochmal, Fernando Gündogan. Piqué, der Kane auch wieder richtig wichtig gewesen. Lukaku und Alaba. Abfahrt ist angesagt. Es ist soweit, Chat. Es ist soweit. Das erste Icon Moments Pack auf der RTG. Das wird natürlich stattfinden, ihr wisst es, wie immer auf der RTG im Icon Roulette. Let's go. Männers, wir gehen rein. Icon Moments Pack. Das allererste auf der RTG. Wir gehen rein. Wir haben keinen Icon Moments im Verein. Sollte, denke ich, klar sein. Ich öffne es in 3, 2, 1. Let's go. Boah. Ich bin schon aufgeregt. Wir gehen ganz gleich ganz kurz nochmal das Team durch und gucken mal, was wir vielleicht bräuchten. Ne? Da müssen wir einfach mal schauen, weil ich glaube, Außenspieler wären nicht ganz so cool, weil wir nicht so viele Außenspieler auch im Verein haben. Ne? Deswegen mal gucken. Okay. Ist hinzugefügt? Yes, ist es. Alles da. Gehen wir rein in die ganze Sache. Come on. Um mal ganz kurz das Team anzugucken, was wir aktuell haben. Ne? Das sieht folgendermaßen aus. Natürlich nicht so. Ha. Wo haben wir es denn? Hier, Smacks RTG. Das ist das aktuelle Team, was wir haben. Hä, du hast es ja komplett umgebaut, Ulbe. Ah nee, das war Ersteindruck, wo ich das gemacht habe. Ja, okay, wir reden nicht weiter drüber. Ich habe das letztens so hier gespielt. Ah gut, wir könnten das so hier spielen halt. Das könnte man machen. Müssen mal schauen. Also im 4-2-2-2-System ist es wahrscheinlich am besten. Ne? Am besten wäre mir am liebsten noch ein Stürmer für Puskas. Wäre noch eine Möglichkeit.
Ein LM wäre vielleicht okay. Da könnte man Joaquin spielen. Wenn wir es halt ohne Joaquin spielen, hätten wir halt hier auch einen Ben Yedder noch rumstehen. Müssen wir mal gucken. Ne, ich lasse mich, was das angeht, halt komplett überraschen. Innenverteidigung brauche ich gar nicht. Torhüter auch nicht. Außenverteidiger würde ich sehr gerne mitnehmen. Sowas wie ein Cafu, Carlos Alberto, Ashley Cole. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hauptsache sie ist spielbar. Mir ist völlig egal, was wir ziehen. Hauptsache sie ist spielbar. Das ist halt das Wichtigste. Ne, weil spielbare Icon für mich als RTGler, der Untrade-No-Spieler spielen darf, umso wichtiger. Ne, deswegen, wir gehen rein in die ganze Sache. Ihr wisst es genau. Qualität werden wir nicht ändern. Liga werden wir nicht ändern. Wir gehen nur auf Land und Region, damit diejenigen, die halt vielleicht nicht so oft die RTG verfolgen, einfach gucken, wie es aussieht. Was hat er denn mittlerweile so Schönes im Verein? Und das wird natürlich bei den ganzen Spielern, bei den ganzen Nationen natürlich kommen. Wir gehen rein mit Rails. Wird es das schnellste Icon-Roulette aller Zeiten? Ne? Nein. Und außerdem, dadurch, dass immer ein Spieler kommt, wird es umso spannender. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Aber wir versuchen das Ganze trotzdem relativ schnell durchzuführen. Ungarn, Puskás. Ich würd's fühlen. Ich hätte es anders gefühlt. Schade, schade. Puskás wäre der erste richtig big Move gewesen. Shevchenko, come on. Ist es nicht. Da haben wir hier nur noch die Tschechische Republik. Bitte kein... Nett wird mehr okay. Aber bitte kein Tschech. Okay, kein Tscheche. Kein Tscheche. Ich glaube, das müsste schon gewesen sein. So viele Icon-Roulettes, wie wir mittlerweile haben, kann man das mittlerweile schon auswendig so gefühlt. Aber na, mal gucken. Wir gehen rein auf Serbien. Ah, Innenverteidiger, wie gesagt, brauchen wir halt nicht unbedingt. Da haben wir halt genug. Und außerdem bin ich mit dem guten Varan und Maldini extrem zufrieden. Ne? Aber mal gucken. Schweden. Ein Larsson. Sehr schön. Schottland. Oh ja. Hätte ja klappen können, ne? Hätte ja klappen können. Komm schon. Russland. Yashin. Ist es nicht? Ist übrigens noch zu ziehen. Den haben wir nämlich letztens erst gesehen. In dem Icon Moments Pack von dem Zuschauer. Irland. Pick. Wichtig und richtig. Komm schon, wir machen weiter. Sind jetzt schon bei O angelangt und gehen hier erstmal auf Nigeria. Und dann gehen wir erst auf Best. Obwohl ich Best wäre schon anders wild. Anders wild, muss ich sagen, ne? Mexiko, ach nö, bitte nicht. Mexiko-Icons haben wir nämlich hier ein bisschen, hat es ein bisschen angetan auf der RTG, das muss man wirklich so sagen. Ne? Dazu sollte das es gewesen sein. Ja. Argentinien, kam gerade die Frage auf, ob Argentinien noch als Top-Nation gilt. Sind wir ganz ehrlich, eigentlich eher nicht, oder? Was sagt ihr? Dadurch, dass halt Maradona komplett rausgenommen wurde, du hast halt wirklich gar nichts mehr, was du da ziehen kannst. Aber naja, wir ziehen jetzt jetzt ganz entspannt in Samuel Eto'o und dann ist das Ding eh durch. Schade, ich hätte den so gerne gespielt. Ich sag's euch, wie es ist. Werden wir komplett gebrochen? Nein, werden wir nicht. Nigeria noch, haben wir gerade schon gemacht, Männers. Ihr müsst aufpassen und zuhören. Italien haben wir nicht. Okay, gehen wir weiter. Ghana, wow, ja. Wäre nice. Schade. Ghana haben wir nicht. Georgien, Gabun, Frankreich, Finnland. Oh, aua. Big, Dänemark. Sehr schön. Elfenbeinküste. Und Drogba wäre schön gewesen, ne? Sehr schön, ne? Haben wir alles durch. Hier haben wir alles durch. Dann noch Bulgarien. Passt. Muss Japan machen, ne? An diejenigen, die das jetzt gerade sagen, ne? Ich mache das gerne nochmal für euch. Für diejenigen, die gerade das Video dazu sehen. Ja, es tut mir leid, es gibt viele Leute, die nicht zugucken, ne? Oder beziehungsweise zugucken und überhaupt nicht zuhören. Eigentlich gucken sie ja auch nicht wirklich gut. Ne? Einfach aufpassen, das ist das Wichtigste. Ist wie in der Schule. So, schaut mal rein. Wir gehen erstmal nur mit Torhütern. Auf ganz entspannt. Weil Torhüter, Kassiers müsste kommen. Genau, perfekt, haben wir. Heißt, kein Torhüter haben wir, das ist schon mal wichtig. Machen wir weiter mit Verteidigern. Und gehen natürlich hier die Top 9 Nationen durch. Mit Argentinien. Zanetti haben wir oft gesehen, haben wir nicht. Wir machen weiter dann von unten nach oben. Spanien, Big. Portugal, kann eh nichts, glaube ich, sein. Italien, Maldini hat man. Sehr gut. Niederlande, Köhmann, nicht mit dabei. Deutschland, wichtig. Weiß gar nicht. Ach nee, Deutschland geht, glaube ich, nicht, ne? Frankreich. Desailly wäre cool, aber Verteidiger will ich halt nicht. Außer Außenverteidiger, wichtig. England, jetzt können wir gebrochen werden. Sehr nice. Und Brasilien, da nehme ich jeden Verteidiger mit. Okay, es ist kein Verteidiger. Weiter machen wir mit dem Mittelfeld. Komm schon. Kein Argentinier. Spanien. Guardiola oder Xavi. Keiner.
Portugal. Kann kein äußeres sein, äußeres MS, ne? Big. Italien. Wichtig. Niederlande. Kann kein Cruyff sein, kann kein Rullet sein, das sind ja alles MS, ne? Sehr schön. Deutschland. Oh, Lahm würde ich fühlen, Schweinsteiger würde ich fühlen, Ballack würde ich fühlen. Keiner. England. Ah ne, wir müssen das Frankreich machen. Vieira oder Zidane? Big. Schade. Da hätten wir nämlich den austauschen können. Und England. Kein Bruch. Wichtig. Und dann kommen wir zu Brasilien. Kaká. Maybe. Wir haben den Angreifer, Jungs. Das ist schön. Wir haben den Stürmer. Das ist big. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Okay, durchatmen. Argentinien, Stürmer, Crespo. Nein. Hilfe. Wir gehen weiter mit Deutschland. Klose. Klose, Jungs, ist es geworden. Ja, für viele wahrscheinlich eine F. Ich fühl's, Jungs. Ich find's cool. Ich Real Talk, ich find's geil. Ich hab den gespielt. Ich hab ihn gespielt, ich fand ihn gut. Ich fühl's. Real Talk, ich find's cool. Bin eigentlich, ist okay. Ist okay. Ist eine coole Karte. Sag ich euch, wie es ist. Ist eine coole Karte. Klar, ist es jetzt nicht eine Karte, wo man sagt, geisteskrank. Die Karte kostet 235k, ist auch bodenlos. Aber es ist halt immer noch unser deutscher Klose, ne? Ich find's cool. Klar, es hätte viel, viel kranker sein können, aber es ist okay. Es ist okay für mich persönlich. Ne? Innerlich bist du gebrochen? Nö, absolut überhaupt nicht. Absolut überhaupt nicht. Ich find's okay. Ne? Wir haben nichts dafür ausgegeben. Im Endeffekt ein Klose. 3-4, ich habe ihn ja selber schon getestet. Der war super, super gut. Ja, was willst du machen? Ne? Was willst du machen? Aber zumindest ist der Deutsche. Ich meine, ich wäre, glaube ich, gebrochener gewesen. Wäre es sowas geworden wie ein Kluivert van Nistelrooy oder sowas. Ne? Ich finde es trotzdem ganz cool, wir haben keinen Cent ausgegeben, deswegen ist das in Ordnung. Ob wir den jetzt spielen statt Puskas, ist eine andere Frage, aber ich gehe persönlich schon davon aus, da muss man mal gucken, ne? Muss man mal gucken, aber Klose, doch schon. Ich will ihn auf jeden Fall mal probieren, let's go.